Hi Leute, Knochen wieder hier. Jetzt mache ich weiter mit meiner Spezialreihe, Spezialserie, wo ich einfach mal zeigen will, wo man überall Dailies machen kann, also Daily Quests, für den Stufenbereich. Also ich mache die, wie ich es ja schon an den anderen Videos erzählt habe, erstmal die, die mir bekannt sind oder wo ich gerade zufällig vorbeifliege. Ich muss jetzt hier einen anderen Charakter auspacken. Also auch der Jäger hier, mit dem ich alles durchgequestet habe, mit dem ich damals auch angefangen habe, von 80 auf 90 hoch hier in diesen Gebieten. Also ich habe so ziemlich fast jede Quest gemacht hier und kann natürlich auch überall die Dailies hier machen. Ich kenne mich also aus, weiß dann auch, wo der Krempel ist. Und wir fangen jetzt mal hier an. Das hätte ich mal gleich am Anfang machen sollen, dass man von vorne nach hinten questet und nicht von hinten nach vorne, so wie ich es mit dem anderen Charakter gemacht habe. Aber ist egal. Wir sind jetzt hier im Laboratorium. Im Arboretum, Arboretum, ich sag immer Arboretum, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Das ist also hier, wie ihr seht, hier auf der Karte. Wir machen hier schnell die Daily Quest. Falls sich welche wundern, ob ich es nötig habe, hier mir irgendwie ein Fläschchen reinzuballern. Nö, habe ich eigentlich nicht, aber es geht halt nochmal einen Ticken schneller, ne? Und daher, irgendwann die auch die Frenzies hier. Da sind sie, nehmen wir gerne. Und ich habe sogar einen Trank noch hier oben gehabt. Trank des Schätzfindens. Trank des Glücks, so heißt das gute Stück. Kann man auch nehmen, warum auch nicht? Was ist das denn hier? Das ist einfach leer. Dann schnell hier rein. So, dann will ich mal alle Quests annehmen. Das Berichte blöde mir Tag von deinen angequest, Reisen. weil da Ich hoffe, euch man bald natürlich wiederzusehen. unheimlich viel Eine sichere Reise. Zeit verballert zum Lebt Aufnehmen. wohl. Muss mal kurz für mich ein bisschen das Headset leider machen. Ich werde gleich ein bisschen wahnsinnig an Marille. Sammelt 5 Fischküchlein. Das Eine ist zum Beispiel sichere so ein Ding, wo Reise. man angeln müsste. Falls man sie nicht schon hat. Willkommen. Keine Eile. Angeln müsste und Willkommen. die Dinger dann abgeben muss. Hier. Die Welt ist Diese euer Fischküchlein. Lehrer. So, da ist auch noch eine Quest. Hier gibt es noch eine, da kann man so Rennen mitmachen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich würde sie jetzt nicht mitmachen, wenn ich sie jetzt hier machen müsste. Im Prinzip muss man einfach nur, Hallo. sagen wir, 25 Schlangen schuppen. Okay, dann Möge machen die wir das. Jadeschlange euch leiten. Weil die würde ich jetzt nicht so gerne machen wollen. Das ist mir zur Zeit aufwendig, außerdem habe ich jetzt nicht so den Nerv zu. Wir gehen jetzt einfach rüber hier. Witzig, ich konnte alle Quests annehmen. Gut, ich habe gerade noch eine abgegeben, die habe ich wahrscheinlich auch schon seit ewig und 3 Tagen hier drin. Den Charakter habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber der ist ja ähnlich auch gebaut hier wie mein Hammer-Charakter. Ist das? Nee, doch, da ist das. Dann drin in die gute Stube hier. Muss man den umballern? Ich bin auch so einer, ich lese mir die Quests nicht mehr durch, weil ich das auch schon 50.000 Mal gemacht habe. So, da habe ich schon den ersten Schatz. Bisschen ungewöhnlich, weil ich mit dem einen Charakter, mit dem anderen Charakter habe ich hier Sperrfeuer. Schlangenschuppe, das ist also ein Pilz. Na ja, gut. Nur so ein Pilz. Und mit dem anderen Charakter, wie gesagt, habe ich Sperrfeuer. Ja. Das sieht komisch aus. Das sieht jetzt echt komisch aus. Glitwin-Netz. Habe ich noch nie gesehen, dass das so hat. Habe ich da gesehen. So. Aufpassen, dass er mir nicht alle kaputt macht hier. Damit ich auch noch ein bisschen was wegschießen kann. Die Quest habe ich jetzt nicht angenommen, wie ihr gesehen habt. Die hatte ich schon vorher. Aber ich habe das wohl einfach nicht fertig gemacht. Wir gehen dann auch zum Halbhügelmarkt und ja, überall, wo man hingehen soll. Gucken, dass ich auch nichts übersehe. Ist ja blöd, wenn man nicht mehr liest, was man machen muss. Und ja, der ist auch noch nicht voll ausgespielt, also ich kriege noch EP. Das ist für mich auch gut, wenn ich das zeige, weil ich dann hier gleichzeitig noch Quests machen kann. Und leveln kann, so. Das wollte ich eben sagen. Ich kann das noch nicht tun. Was war das denn? Das war die da oben. Echt? Diese Fähigkeit ist noch Ach, nicht das ist witzig. Ich kann das noch nicht tun.
unten kommt, kommt mein Pad nicht zurück. Finde ich jetzt ein bisschen befremdlich. Da kommt's. So, heute kann ich die nicht, weil ich habe mit dem Charakter einen Supermann entschlossen. Mach doch mal Alchemie. Warum auch nicht? Das lag daran, dass damals die Tränke so teuer waren. Jetzt sind sie es natürlich nicht mehr, aber. Und mal jeder auch seine eigenen Tränke herstellen kann. Wenn er sich ein Alchemielabor in seine Garnison knallt. Das habe ich auch mit einem Charakter. Und zwar mit dem anderen Jäger. Bis jetzt gesehen, man kann die großen rheinischen Tränke nicht damit herstellen. Aber das ist auch nicht so wild. Jetzt haben wir auch fast alle Pilze zusammen hier. Ja, du machst das schon, genau, mein lieben Kupzi. Saat des Zweifels. Endlich kann ich so den Allerwertesten hier aufreißen. Gut, den Saat des Zweifels haben wir getötet. Und was kriegst du mir auch? Ich muss mal kurz das verschieben hier. Ich habe das schon so lange jetzt nicht mehr benutzt. So. So, gerade mal ein BG war auch ganz unterhaltsam eigentlich. In so einem Low-Bereich da reinzugehen oder wieder reinzugehen. Aber im Moment war es ein bisschen kleiner hier. Ich glaube, das ist 17 oder 17 Zoll oder so. Deswegen ist ja alles ein bisschen verschoben. Andere würden sagen, mein Gott, das ist wieder vollgeballert hier. Ja, denke ich mir auch manchmal. So, die haben wir jetzt fertig. Wir haben jetzt 2 Quests erledigt. Ich glaube, können wir auch rausgehen. Hier drin ist noch eine Quest. Aber gut, die werde ich jetzt nicht machen. Weg. Und eine Rasenraupe. Ist ja gut. Gas geben hier. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich glaube nicht. Doch. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Hier gibt es noch die Witwennetze. Kein Respawn. Super. So, dann fliegen wir jetzt hier rüber. Die verletzten Jungen verbunden. Oh, stimmt, die armen kleinen Drachelchen. Ich habe eigentlich am liebsten habe ich die Quest hier auf diesen kleinen Insel gemacht. Verbunden, ja, das ist das Problem. Jetzt habe ich natürlich gar keine Verbände, wenn ich mich recht entsinne. Und die müsste man haben. Lass mal erst gucken. Schwerer Windwollverband. Gut, da stellen wir uns einfach mal ein paar von her. Ja, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die ja braucht. So, der krempelt jetzt hier. Ich sehe gar nicht mehr Dünger meinen Taschen. Ich habe den jetzt auch erst vor 30 Minuten zum ersten Mal wieder ausgepackt hier, den Charakter. Hier sind die Verbände. So, da muss hier rein. So, auch ein kleiner Drachen. Na, wo habe ich die Verbände? Hier. Hier sind sie. Fertig, gut. Jetzt hier auf dem Acker. Das hat ein anderer Kollege, der kostet auch. Verziehung verbunden. Ja, gut, manchmal wird das ja als ein bisschen schräg angezeigt. Das ist wie mit den Abgeben der Quests, wenn es auch irgendwo angezeigt wird, wo man sich da irgendwo aufhält und nichts passiert. Man wundert sich, wo ist denn dieser Questgeber? Und dann ist er einfach 50 Meter weiter. Aber ich glaube, das wissen ja alle hier und dann guckt man halt ein bisschen im höheren Radius rum oder guckt man halt eben auf buff.de oder wie heißt denn das? Wie heißt denn diese Seite? WoW irgendwas? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, die meisten kennen auch diese Seiten. Können wir den auch noch verbinden? Ja, das ist eigentlich jetzt Zeitraum. Aber wir ziehen das trotzdem mal durch, weil es halt die letzte Quest ist. Verdammt, ich glaube, ich brauche noch mehr Verbände. Ich muss kurz damit hier gleich abgreifen. So. Und die Fischküchlein brauchen wir noch. Da war ja noch was. So.
So. Manchmal braucht man sich auch nicht wirklich weit wegbegeben oder wegbewegen, weil er die sowieso an einer und derselben Stelle spawnen. Wenn man das spawnen nennen kann. Das sind halt auch sogenannte gute Spots, sowas wie Hotspots. Wo die Mobs, die man braucht, oder die Questgegenstände halt immer wiederkommen. Ist auch besser so. Und niemand hat ewig hier durch die Botanik zu latschen. Der wird mich jetzt hoffentlich nicht unterbrechen. Nee, dafür bin ich doch schon ein bisschen zu groß für ihn. So, ein Junges müssen wir noch verbinden und da bin ich dann einfach die Gabe der Naro. Das kann auch mir noch einen Verband herzustellen. Ich glaube, das zählt, oder? Und über die Hälfte muss er. Das zählt auch nicht. Deswegen. Stimmt, der muss etwas. Also, er muss fast voll Leben wieder haben. Ich habe das auch schon eben nicht mehr gemacht hier, ne? So. Muss fast voll Leben wieder haben. Und erst dann zählt das. Das wäre dann ungefähr jetzt, ich glaube, bei 50.000 zählt das. Mein Gott. Früher ging das, glaube ich, auch schneller. So haben wir es jetzt. Ja, knapp 50.000. Mehr oder weniger. So, schnell die blöden Goldfische angeln. Ich denke, ich habe keine mit. Das machen wir einfach hier eben. Ups. Guck aber trotzdem mal eben, ob ich das vielleicht doch machen könnte. Ich habe jetzt auch keinen Überblick über meine Taschen, ehrlich gesagt. Wie ich schon erwähnt hatte, habe ich eben gerade erst reingeguckt. Also, was haben wir hier? Garnelenklößchen, Blickgeflügel, Dingenskirchen. Wo sind die? Fischküchlein 2 könnte ich herstellen. So, das machen wir auch eben. Oder. Quatsch, Blödsinn. Nehmen wir die erstmal zurecht. Das heißt, die brauchen 6. Eins haben wir schon mal. Eins Fisch. Eigentlich meinte ich ein Item. Eins Item ist auch eigentlich auch falsch, aber. Ah, wo ist der Bus? Der Bus mit Wayne. So, gucken wir mal, so schnell hier. Zuckelritze. Ach, mein Gott, guck mal, was ich hier noch alles angeln muss. Ja, das ist, wenn man die Quest einfach annimmt und nicht durchliest. Was kriegen wir auch fertig? Meine Angelfähigkeit hier ist natürlich nicht so niedrig wie mit dem anderen Charakter. Da bin ich ja gerade mal knapp über 200, aber auch nur durch solche Quests hier. Und wenn wir ohnehin angeln müssen, dann machen wir es auch so lange, bis das fertig ist. Mit diesen Zuckerritzen, hier geht, das geht eigentlich schneller normalerweise. Nicht so wie letztens mit diesen Doyani-Fischen, wo nach irgendwie 10 Minuten oder fast 10 Minuten geangelt hat und dass man einen hatte. Und auch manchmal eine Marille. Und ich muss das jetzt irgendwie ein bisschen überbrücken, aber wenn euch Videos dann auffallen, wo ihr noch nicht gewesen seid, wo ihr was übersehen habt und so, dann könnt ihr von mir aus Videos einreichen, wie ihr wollt, oder ihr könnt mich darauf hinweisen, wo das war. Ich hatte zwar so einen Guide gefunden, aber das Problem dort war, dass alle Quests angezeigt werden, die vorkommen können. Und ich werde natürlich jetzt nicht jeden Tag hinfliegen oder fahren oder wie auch immer oder hinbeamen, um dort alle Quests zu machen. Weil das könnt ihr dann eigentlich auch selber machen. Wenn ihr wisst, wo das Gebiet ist, dann könnt ihr die Gebiet auch machen. So. Gott, wenn das 2 Minuten L-Ritzen. Zuckerritzen. Zucker-L-Ritzen. Zuckerell-Ritzen? Ja, ich bin mir sicher, dass es so einen Fisch in echt nicht gibt, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich wollte jetzt auch nicht zwingend alle machen, ich mache jetzt das so schnell wie es geht und wenn es jetzt länger dauert, dann lasse ich das, aber okay. Gut, diesen Tintenfisch habe ich schon irgendwo. Ja, das sind auch so Mini-Quests, die kann man abgeben bei den Anglern. Habe ich ja in einem anderen Video gezeigt, wo die sind. Ich weiß aber auch nicht wieder.
Und kriegt dann halt auch so ein bisschen Gold oder XP, je nachdem, was man noch braucht. Und, bekommt man das auch, ja. Da geht's ein bisschen schneller mit diesen Elfen, dann können wir die doch fertig machen hier eben. Na, komm, tief. Nix. Mein Kaiser Franz, so was, so ein Zufall. Und gerade wollte ich noch was schreiben. Meinte Kaiser Franz letztens, dass sie. Nee, was hat sie gesagt? Oh, guck mal, man kann jetzt die Angel benutzen, ohne dass man sie anlegen muss. Und ich dachte mir, ja, aber nicht erst seit gestern. Ich werde den Namen nicht verdecken, weil ich schon Videos gepostet habe, wo der schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Aber ihr seid ja liebe Menschen, ich werde dir nichts tun. Ich könnte dir natürlich gerne Geschenke schicken. Was für Frauen halt so? Ne? Keine Klamotten, dann müsste ich ihre Größe verraten. Oh, nee, also nicht, was ich werde. Das macht man ja nicht. Ich sage, das ist größer 38, 40, wieso? Wieso? Vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist es ja noch weniger oder mehr. Hey, das heißt, müsst ihr sie selber fragen. Ich hoffe, dass ich die letzte L-Ritze zusammenbekomme, will ich auch schnell die Quest abgeben. Weil dann. Ja, was mache ich dann? Da will ich sie mit an meine Seite nehmen und hoffe, dass dann ein paar andere Quests schneller gehen, weil sie mit bei ist und ich ja dann einfach nur einsammeln muss. Und ich schätze mal, dass die Dauer dann um 50% verringert, die Questdauer. Und ich auch ein bisschen mehr zeigen kann innerhalb eines Videos, weil ich wollte jetzt eigentlich nicht immer so 45 Minuten oder 1 Stunde Videos aufnehmen. Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange und ich muss das ja auch alles rendern. Mit meinem 486er. So, komm jetzt eine Elfe zu. Come on! Nee, wie komme ich darauf, dass es nur noch eine ist? Gut, also wie gesagt, ihr wisst ja einfach mal schön hier 5 Stunden angeln. Ich glaube, das verbessert sich, je höher der Skill ist. Mein Skill ist jetzt noch nicht ganz so hoch. Obwohl er eigentlich für das Gebiet vollkommen reichen müsste. Aber das sind halt Quests, naja, die ziehen sich halt hin und die haben sich bis heute auch noch nicht verändert. Und ich werde jetzt auch nicht nach Veränderung schreien, weil es hat sich schon so viel im Spiel verändert. Da kann ich auch darauf verzichten. Und wenn man sich gerade aufnehmen müsste, macht es einen, glaube ich, auch nicht gerade allzu viel aus. Zack. Okay, wir haben eigentlich alle, aber... Vielleicht meint das hier irgendwann nochmal, dann reden wir die anderen auf und gebe das dann ab. So, komm. Die haben wir jetzt auch fertig. Also alle Quests fertig innerhalb von, weiß ich gar nicht, wie lange ich jetzt auch noch 10 Minuten oder so. Ja, eine Stunde, aber 10 Minuten kann questen. So, dann Quest ab. Und ich kann sowieso ein bisschen XP und Gold gebrauchen. Fertig. Oh, hallo. Meint der Vergangenheit? Ja, das habe ich noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, ob das in Delhi war, doch, ich glaube schon. Es ist ja auch so, dass wenn man die oft macht, macht man die so schnell wie möglich und guckt auch nicht mehr genau hin, was in dem Text steht. Oder, beziehungsweise des Weiteren, hier, stimmt ja, das Ding haben wir auch noch. Musst du deine Schlamm schuppen, bitteschön. Mit dem wird's fertig. Alle erledigt. Schlangenrelikt. Schlangenreiterlikt, ja, genau, das war der ganze Krempel. Die werde ich hier abbrechen, die kommt sowieso fast jeden Tag in diesen L-Ritzen. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich sagen? Helft mir doch mal. Ich hab's vergessen, verdammt. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Das ist, wenn ich das nicht sofort ausspreche, deswegen ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar, was ich erzähle. Aber wenn ich das dann nicht sofort sage, dann vergesst es dann irgendwann wieder. Ihr wisst, ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, so einen Tag später fällt dann wieder ein und man sagt, ey, Tischtennisplatte. Was wollte ich denn jetzt sagen? Das hab ich nicht vergessen. Naja, vielleicht fällt es mir gleich wieder rein. Obwohl es mich jetzt ärgert, verdammt. Nee, also wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Ach so, genau, ich wollte sagen, jetzt fällt es mir wieder ein. Dass wenn man, also an Stufe 100 da, kriegt man wahrscheinlich, ich würde sagen, 1200 Gold mit den ganzen Sachen, die man noch dazu ja lootet und verkauft, die man dann ja eigentlich nicht braucht.
kriegt man auf jeden Fall zusammen. Hat mir irgendjemand mal erzählt, so irgendwas zwischen 1000 bis 1500. Ja, weil die Loot sich natürlich, ein bisschen variieren. Und dafür braucht man ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade Sachen, unheimliche Burner im Auktionshaus verkauft, hier auf dem Server zum Beispiel, sind viele Sachen einfach wertlos. Und wie gesagt, wenn man halt nicht viele Sachen gerade verkauft oder verkaufen kann, weil es auf dem Server so mau aussieht, dann empfiehlt sich das, dass man vielleicht tatsächlich, wenn man ein bisschen Kohle braucht, mal diese Quest runterreißt oder noch jemanden mitnimmt und dann geht es im Suchspiel schneller. Nachteil ist dann, ihr müsst teilen. Aber naja, es gibt auch welche, die machen das gerne oder die wollen wirklich mal alle Dailies machen und so. Vielleicht sind hier welche mit bei, die noch jemand noch nicht gesehen hat. Irgendwie, also die Gebiete, wo man die machen kann. So, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wahrscheinlich mit Kaiser Franz dann. Also, bis gleich, Leute.